Wir befinden uns auch wieder bei Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mal wieder ein kleiner Rundgang und... Ja, gute Frage. Keine Ahnung, was der hier rumstiefelt. Der kam da gerade raus aus den Teetassen. Keine Ahnung, wo er jetzt hin will. Irgendwie genubbeln sie sich alle auch, warum auch immer, auf dem linken Weg. Hier vorne verteilen sie sich ja zumindest einigermaßen, wie es ja beabsichtigt war. Da vorne knubbeln sie alle auf einer Seite. Aber richtig problematisch wird es hier. Und zwar, weil... Sie komischerweise... Da und da und wir haben 4 verschiedene Fressbuden, die sich trotzdem hier alle genubbeln. Weitere sind ja Gott sei Dank im Arbeit. Geldautomaten brauchen wir noch nicht, aber ich werde definitiv später welche, wenn hier die City entsteht, mit einbauen. Und was ich jetzt aber als allererstes mache, ich habe es gelesen ja, ihr habt ja geschrieben in den Kommentaren, klar, weil ich hier vorne Steine hingemacht habe, genau wie da und da, müssen sie natürlich auch auf diese Seite, werde ich auch tun, die habe ich wirklich vergessen. Vielen Dank für den Tipp. Ah, da habe ich 2 verschiedene. Ne? Ah, nehmen wir mal den da. Wir kopieren ihn einfach und setzen ihn darüber. So. Dann einmal hier lang. Zack. Ups. Nicht runter. Nicht runter. Runter wollte ich nicht. Einmal wieder hoch. Ich wollte ihn hier mal darüber setzen und dann da war darüber. Er soll hier unter die Lampe. Müsste ihn hier aber einmal drehen. Sonst passt das hier natürlich nicht. So. Ah, der müsste so rum. So. Denn einmal ein bisschen dichter ran und runter natürlich. Wo ist jetzt das Runterdings? Da. Genau. Ein bisschen weiter nach da und ein bisschen hier rüber. Jetzt müsste er wieder ein bisschen höher. Okay, das ist natürlich etwas weit. So. Aber jetzt müsste er noch trotzdem noch ein Tickchen runter, aber nur ein kleines Tickchen. So. Ah, hier ist, passt das nicht so optimal mit dem Stein, ehrlich gesagt. Vielleicht, wenn ich noch ein Tickchen runtersetze. Ich will ihn ja nun ungern auf dem Weg haben, aber das Problem ist jetzt... Hier sieht es ja jetzt eigentlich ganz gut aus und da... Gut, hier passt das aber noch. Hier sieht es jetzt so aus, als wenn er auf dem Stein sitzt. Jo. Dann machen wir das Gleiche noch einmal auf der Seite da. Und dann haben wir diesen kleinen Fauxpas, den ich vergessen habe, auch schon behoben. So, dann. So sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Da guckt auch nichts durch. Vielleicht ein bisschen weiter nach da, weil da waren wir doch schon ein bisschen zu weit rüber. So. Na, nicht hoch. Darüber wollte ich ihn setzen. Je nachdem, wie man die Kamera gedreht hat, täuscht das manchmal noch ganz gewaltig. So. Ah, ein Tickchen nach da muss. Ah, nicht runter. Ein Tickchen nach da wollte ich sagen. Muss er noch. So. Da noch ein bisschen rüber, noch ein bisschen hier rüber. So. Ah, gut. Hier guckt er nicht durch, ne? Das Problem kriegen wir ganz leicht behoben, indem wir einfach nochmal einen Stein nehmen. Szenerie, das waren die alten Felsen, ne? Natur. Büsche, nein, Steine. Ja, ach, da steht immer das Wort Tor drin. So, der ist ein bisschen groß. Der ist ja noch größer. Der passt da schon besser. Indem ich den hier einfach ein bisschen mit quasi als Versteck benutze. Ein bisschen nach da. Ein Tickchen nach vorne. So. Ein bisschen rein da. Gut, dann hätten wir das. Und dann werde ich jetzt hier einfach den Rest ein bisschen mit Terraforming. Einmal ein bisschen hier. Ein ganz kleines Tickchen. Zack. So, dann steht er hier nicht mehr so vor. Passt doch. Wunderbar, na gut, das war vielleicht ein Tickchen viel. Die kleine Ecke hier, so. Ja. So. Ah, ich weiß nicht. Der Stein guckt vielleicht ein bisschen zu hoch. Hm? Nicht ein bisschen mit runtersetzen. Ein ganz kleines Tickchen. Wo ist denn der runter? Der ging runter, ne? Ja. Ah, ich kann ihn nicht weiter runtersetzen. Gut, weil sonst... Mal gucken. Vielleicht ein Busch vor oder so. Er guckt ja jetzt hier auch unter dem Ding vor, weil es hier halt ein bisschen hoch steht. Aber ich glaube, das fällt so gar nicht auf. Ansonsten, ja, mal gucken. Die Bude, die war doch eben noch voll. Wieso ist denn die plötzlich leer? Was ist denn hier los? Stimmt hier jetzt was nicht? Das Ding war doch eben gerade noch voll. Ihr habt es doch gesehen. Hier, 29% haben sich beschwert, dass das Ding voll war. Und jetzt ist das Teil plötzlich leer? Das muss ich auch nicht verstehen. Aber hier kommt gerade ein ganzer Schwung. Laufen Sie rein, komm bitte. Lauft rein, lauft rein, lauft rein.
Bitte, 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 bitte. Ja, brav, lasst eure hart verdienten Moneten ruhig bei mir. Ja. Gut, die laufen alle rein. Hier hinten kommt natürlich noch mehr. Da oben die Burg, da werden wir auch gleich noch ein Stückchen weitermachen. Ich möchte nur einmal ganz gut zum Glück gehen. Ah, noch nicht ganz fertig. Ne, kleine Attraktion, typisch. Doch, die Information hatten wir fertig, ne? Ich möchte nur einmal ganz kurz. Die Frage ist nur, es muss sich überhaupt erstmal gut gehen. Gibt es fertige Baupläne und Informationen oder nicht? Weil erforscht haben wir sie ja. Leute, das ist keine Information, aber danke. Märchendorf Infostand. Gut, gibt es. Piraten, neutral, Asia hätten wir. Ein Eingang sogar mit drin. Sci-Fi, Western, Mickey Mouse, Eingang? Da wollte ich aber nicht rein. So ein Märchendorf-Inmisch. Wir bauen natürlich selber später eigene Geschäfte, das ist klar. Ich möchte hier so eine Art City aufbauen. Das ist jetzt alles nur erstmal vorübergehend. Und hier wird es auch schwierig. Ich kann nicht alles hier vorne hinklatschen. Ich möchte ja schon gerne... Ah, das passt ja nicht so ganz. Ne? Das ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Warte mal, ich brauche den Neutralen. Der Neutrale ist ja nur so ein ganz kleiner Lütter hier. Mit Mülleimer da hinten. Okay. Ich den hier einfach so mit nebensetze, neben das Personalgebäude. Ist zwar jetzt nicht die schönste englische Art, aber für den Anfang, das ist erstmal nur vorübergehen, damit wir überhaupt anfangen können, die Warteschlange zu bauen. So. Die Premium-Warteschlange. Und zwar verkaufen die ja, brauch einmal das Gebäude, wenn es geht. Also nicht das Gebäude, sondern den Laden. Ah. Information 3, so. 1% der Premium-Pässe sind was für Trottel. Noch, mein Freund, noch. Premium-Pass für $10, okay. Das lasse ich erstmal so, das kann man später gegebenenfalls noch anpassen. Jetzt ist nur die Frage, hier kriegen wir eigentlich doch ganz gut eine Premium-Warteschlange ran. Bei den anderen Attraktionen wird das schwierig. Das Problem ist, ich drücke mal kurz Pause, dass die Premium-Pässe wirklich nur gekauft werden, wenn sich das für die Gäste lohnt. Wenn man das natürlich nur bei ein, zwei Attraktionen hat, lohnt sich das für die Gäste nicht und sie kaufen sie nicht. Das heißt, wir müssen das eigentlich so über ziemlich fast jeder hinzimmern. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo das steht. Finanzen, testen. Wo waren jetzt die Premium-Warteschlangen? Betrieb, Achterbahnreihe erstellen, nein. Wartung auch nicht, oder? Nein. Auslöser? Nein. Wo waren die denn jetzt? Voll besetzt. Das haben wir ja alles. Premium-Warteschlange. Warte mal. Premium-Pass aktivieren. So. Premium-Pass Eingang platzieren. Man muss ja quasi einmal einen Eingang von am Anfang machen, der gerade nicht geht. Warum nicht? Wieso geht das jetzt nicht? Muss ich es dafür weiterlaufen lassen, oder? Warum will er gerade nicht? Er will auf diese Seite, wo es hin soll, keinen setzen? Ah, gut. Hier geht er hin. So. Das ist ja quasi der Bereich. Ja, jetzt habe ich das Ding kurz geschlossen. Ich weiß. Das ist quasi der Bereich. Hier dürfen sie abkürzen und da müssen sie quasi wieder rauskommen. Tut mir leid, Leute. So. Und da natürlich so eine kleine Warteschlange. Die Premium-Dinger sollen natürlich auffallen. Dann nehme ich jetzt Orange. Die setzt sich einfach, die muss ja nicht wirklich lang sein. Das ist ja nur für die Leute, die den Premium-Pass haben. Damit quasi die Leute, die extra bezahlt haben, dürfen quasi, haben ihre eigene Warteschlange. Die dürfen schneller rein. Premium-Warteschlangen-Leute werden ja auch bevorzugt. Daher, ich habe es heute nicht mal getestet, das lohnt sich wirklich erst, wenn man auch viele Attraktionen damit hat. Wenn man es nur ein, zwei Attraktionen hat, kaufen die Leute den nicht wirklich. So, jetzt können wir das ganze Ding auch wieder öffnen. Ist auch schon eröffnet, da rennen sie schon wieder rein. So können zumindest hier schon mal die Leute, das ist auch nur ein kleiner Teil, der die kauft, die Premium-Warteschlange benutzen. Das Ganze hätte ich gerne bei jeder Attraktion. Und das wird jetzt hier besonders schwierig. Ich glaube, hier kriegen wir keine an, die Warteschlange ist viel zu kurz. Die sollte vielleicht sowieso irgendwann nochmal umbauen, vielleicht hier irgendwie so... Ja, mal gucken, ich weiß nicht wie, weil das Ding ja so auf dem See ist. Ich glaube, die lasse ich so. Aber definitiv lohnt sich das bei der Wasserbahn. Und wenn wir später weitere Attraktionen bauen, definitiv auch. Bloß bei der Wasserbahn wird es halt auch schwierig. Weil da steht jetzt die Statue im Weg.
Da muss ich ja mal googeln. Mal gut zur Pause. Hier muss man natürlich auch erstmal den Premium-Pass aktivieren. Ich habe die Ingrid Kramer angeklickt. Nee, ich wollte die Wasserbahn. Danke. Premium-Pass aktivieren. Premium-Pass Eingang platzieren. Ah, aber nicht auf diese Seite, mein Freund. Ja, dachte ich mir. Er müsste hier hin. Ich muss gleich die Statue versetzen. So, der Ausgang müsste quasi... Du sollst ja nicht da rangehen. Ungefähr dahin. Damit man quasi die Warteschlange hier so vorbeizimmern kann. Aber bitte in Orange. Aber bitte von Anfang an in Orange. So. Gut. Da bitte ran. Du nicht wollen? Warum nicht du nicht wollen? So. So aber. Gut. Das ist jetzt natürlich so leicht bescheiden, weil sie jetzt mitten durch die Statue rennen. Das ist natürlich Mist. Aber die kann man doch so verschieben, oder? Wenn ich sie jetzt ein bisschen drehe, ich meine... Na, falsche Taste. So, wenn man sie jetzt so ein bisschen dreht. Es sieht zwar jetzt nicht mehr ganz so hübsch aus, aber so kann sie zumindest stehen bleiben. Und sie können direkt dran vorbeilaufen, warum nicht? Da steht sie da, aber dezent auf dem Weg. Aber ehrlich gesagt fällt das gar nicht so auf, oder? Wenn mir vielleicht so ein paar Blümchen vormacht. Müsste das doch gehen eigentlich. Ich setze sie da jetzt mal so hin. Lass aber in der Zwischenzeit schon weiterlaufen. Die können wieder rein. Und jetzt schlicht und einfach ein bisschen auf Szenerie. Einmal kurz auf Büsche. Jetzt nehmen wir hier mal ein paar rote Rosen. Wir haben so wenig Farbe im Park. Setzen hier jetzt einfach da ein Busch, da ein Busch, da ein Büschlein und da einfach so ein paar Büsche vor, so ein paar Rosen. Mann, es gibt ja auch Gärtner in Freiburg. Die fehlen hier sowieso, finde ich. Hab hier, glaube ich, auch geschrieben. Ich finde, die gab es damals bei Rollercoaster Tycoon, falls ihr das Spiel noch kennt. Also die alten, Teil 1, 2 und 3. Da gab es wirklich Gärtner als Angestellte. Die fehlen hier so ein bisschen. Du sollst hier einmal... So, da war gerade Steam zu sehen. Ich bin auf die falsche Taste gekommen. Das war nicht beabsichtigt, aber ist ja nur nicht so schlimm, ne? Wenn man hier dann jetzt noch so ein Busch, da fällt das auch gar nicht mehr so extrem auf, oder? Die werde ich jetzt hier so weiterführen, die Büsche. Ich meine, noch werden die Warteschlangen wahrscheinlich nicht allzu viel benutzt. Weil es lohnt sich einfach noch nicht. So... Es sind nur zwei Attraktionen mit Premium-Warteschlange. Da denken sich die Leute auch, puh, gibt doch keine 10 Euro extra aus, nur für zwei Attraktionen. Aber irgendwann werden sie es tun. So, hier noch ein bisschen hin, damit es hier nicht so leer aussieht da drin. Gut. Und hier vorne, ich werde es jetzt so machen, ich werde hier am Weg noch einmal Büsche langsetzen. Und da drinnen kommt gleich eine andere Farbe. Das muss ja auch mal sein. So. Ja, hier setze ich noch hin und da noch. Dann sieht das Ganze ein bisschen hübscher aus. So, und man kann ja bei diesen Büschen hier die Farbe ändern. Ich hätte das Ganze jetzt ein bisschen gerne im Lila. Passt, glaube ich, ganz gut dazu. Oder? Ja, Lila passt ganz gut dazu. So, noch ein bisschen Lila dazwischen. So, warum nicht? Ah, wir haben auch unser nächstes Forschungsprojekt fertig. Wunderbar. Werde ich sofort nachgucken. Ich glaube so. Nein. So kleine Attraktion hatte ich. Verdammt. Gubi. So kleine Attraktion hatte ich, glaube ich. Erforschen. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Lass dich doch mal ins Loch setzen. Danke. Da auch einmal ins Loch. Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Gut. Und was hier natürlich definitiv fehlt, sind ein paar Lämpchen. Die haben wir hier. Lampen, Lampen, Lampen. Lampen, Beleuchtung. Komm. Na, gruselig passt hier nicht unbedingt. Ich suche die anderen Dinger. Die da, genau. Ich finde, die passen hier überall ganz gut hin. So wollte ich das nicht. Ich wollte nur einmal so drehen. Einmal gut so, einmal nach hinten. Hinten, nicht oben. Hinten. So. Einmal hier rein. Zack. Mehr wollte ich doch gar nicht. Gleich ein Tickchen drehen.
Gut. Ja, so, denn das Ganze hier nochmal ein bisschen drehen und einmal runtersetzen. Zack. So, und dann vielleicht nochmal hier einmal eine hin. Einmal runter. Und ein bisschen nach hinten. So. Aber die ist ein bisschen weit. Die ist ein bisschen weit. Aber das kriegen wir hin. Die kann man ja schlicht und einfach ein Tickchen vorziehen. Also man ist hier ist schon so einiges möglich, dekomäßig. So, haben sie ein bisschen Licht. Ein bisschen hübscher ist es hier auch gleich. Was will man mehr? Aber ich sagte, die Premium-Warteschlange wurde halt noch nicht benutzt. Das kommt noch. Jetzt gucke ich kurz nach unserer Forschung und einmal gut hier. Forschungsprojekt, Forschungsprojekt, Zusammenfassung. Gut, wir haben sehr viel gebaut. Ups. Aber gucken müssen wir hier trotzdem. Und forschen müssen wir auch. Dicke Schicki haben wir freigeschaltet. Weitere Geschäfte. Eine Gulpe auch. Wunderbar. Muss hier alles sein. Und eine kleine Attraktion. Das ist was? Ah, Greifautomaten. Okay, die kenne ich in der Tat nicht. Die kam wahrscheinlich mit irgendeinem Update. Die kenne ich noch nicht. Hetz Fantastic, Pipshot, Miss Goody. Möchte aber auch gerne noch ein paar Attraktionen freischalten. Vor allem, wir brauchen ja auch noch Achterbahn. Ich habe noch nie, wirklich noch nie eine Achterbahn selbst gebaut. Das würde ich zu gerne mal versuchen. Aber im Moment möchte ich jetzt gerne erstmal um die Wasserbahn kümmern. Wenn immer was Rasantes, das haben wir so, glaube ich, gar nicht. Und da wir wieder ein bisschen an Geld kommen müssen, lasse ich es erstmal an einer Forschung. Und dann gucken wir jetzt noch mal kurz hier. Hier so als Eingang, mal gucken. Bauen wir da lieber. Ich klicke das Gebäude mal an. Gebäude bearbeiten. So. Wir haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten. Geh mal auf den Dächer. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier so ein Spitzdach oder sowas aufzumachen. Na gut, das ist ein bisschen lütt, aber sowas in der Tat würde, glaube ich, gehen. Es gibt, glaube ich, die großen Dächer. Hoffe, die ich sie gerade nicht finde. Ah, es gibt keine großen Runddächer, wa? Naja, das sind alles die kleinen. Okay, man könnte hier aber auch, und ich glaube, das wird hier auch besser passen. Das sind wahrscheinlich Dachverkantungen, oder? Wo sind sie jetzt? Satteldächer? Nein. Flachdächer? Wahrscheinlich stehen die eher bei Mauern. Warte mal, Mauer. Mauer, 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 Mauer. Ja, sowas in der Art, so richtig bloß rund. Die gab es, die habe ich auch schon gesehen. Hier sind sie doch schon. Geschwungene Drückwand, geschwungene Brüstung. Ah, aber nicht gerade von der Farbe. Ich meine, die passt hier farblich ja nicht. Das Ganze gab es aber auch als Burgmauer, das weiß ich. Burgmauer, Burgmauer, Burgmauer. Ich gebe einfach Burgmauer ein. Geht schneller, glaube ich, ne? Burgmauer, so. Dann kommen wir doch schon. Was ist denn das hier? Ah, gut, das passt hier vielleicht nicht unbedingt. Das sieht hier doch schon etwas klobig aus. Das hätte man denn schon so mittendrin bauen müssen. Das passt hier jetzt nicht so hundertprozentig, aber sowas schon eher. Das müsste dann quasi hier so oben rauf. Oh, aber auch ein bisschen klobig, ehrlich gesagt, ne? Ah, mal gucken, wie es aussieht. Man kann es ja immer noch ändern, so ist es nicht. Hinsetzen, danke. Ich bin hier halt ein bisschen mit euch zusammen am Ausprobieren, was gut aussehen würde, weil ehrlich gesagt habe ich sowas in der Art auch selber noch nie gebaut. Gut, innen drin kann man ja zumachen. Es gibt, glaube ich, runde Flachdächer. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Das geht ja in erster Linie um die Deko. So. Zack. Und hier nochmal. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn man es hier zumacht, könnte man so eine Fahne oder so rausstellen. Oder würde er sowas besser aussehen? Das wäre nicht ganz so hoch. Das ist im Grunde genommen das gleiche, aber halt nicht ganz so hoch. Das ist halt flacher. Aber ich hätte, wenn schon, auch gerne hier oben. Das ist mir noch zu flach. Ich hätte hier schon gerne noch was zwischen. Und was haben wir denn hier? Was ist denn das? Verfallene Burgmauer Oberteil 2. Aha. Es gibt aber auch neue Deko-Sachen. Die ist damals, wo ich das noch viel gespielt habe, noch gar nicht gab. So rutscht schon so weit nach vorne, mein Freund. So.
Ah, da kann man so... Ah, als wenn es so verfallen ist. Okay, aber das will ich hier ja gar nicht. Das wäre hier so ein gerades Stück. Das könnte man natürlich hier so zwischensetzen. Sieht aber ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht so schön aus. Und das, ne, das auch nicht unbedingt. Hast du die runden Dinger? Dann wird es das geben. Das ist auch so zerfallen. Ne? Ja, aber das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Hatten wir schon. Wenn ich hier, das kann man ja mal ausprobieren. Den, na, komm. So hinsetzen und einmal umdrehen. Ich glaube, das passt schon eher, ne? So ein bisschen rundlich hier. Dann könnte man hier natürlich Wanddekor. Ah, müssen wir mal gucken. Das passt hier jetzt natürlich so nicht, ne? Ne, das sieht mir so rapunzelmäßig aus. Na, es gibt hier so Ecktürme, die man ransetzen könnte, natürlich. Die passen hier aber allerdings jetzt eher weniger, finde ich, weil hier so groß. Obwohl so hier an den Seiten. Also hier so. Ah, ich weiß nicht, das ist nicht so ganz das Richtige, ne? Dennoch eher so, das passt schon eher. Wenn man hier so einen hinsetzt und da, ist das die gleiche Höhe? Ja, ne? Das quasi so aussieht. Ich weiß noch nicht. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr dazu meint. Würde mich zumindest interessieren. Gebrochene Steinstücke, das sieht... Gut, das sollte man... wieso springt der hier mal weg? Das wäre eher was für ein Fußboden, ne? Dass es so aussieht, wenn hier was zerbrochen ist. Bin ich mal am Überlegen. Ich gucke erstmal mal Fenster an. Und Burgfenster. Ich glaube, die werden zu groß. Jo, hier müssten so kleine hin. Die sind auch schon zu groß. Sowas in der Art. Ja, aber wieso springt er hier eigentlich immer? Ich hätte gerne hier vorne ein Fenster. Hier will er nicht. Hier will er absolut nicht. Ich meine, natürlich kann man sie hier so hinsetzen. Da ein Fenster rein. Hier unten, na, eigentlich sind ja die Burgfenster nur oben, ne? Da müsste noch ein Burgfenster rein. Aber dann passt das hier. Ah, hier. Oben auf jeden Fall nicht. Nur unten. Nur oben. Ich setze sie erstmal so hin. Das ist ja nicht final. Das kann man ja alles noch ändern. Würde mich halt interessieren, was ihr davon haltet. Und ob die Dinger hier vorne... Nun gehen wir wieder an Licht. Danke. Ob ich hier lieber ein Fenster hinsetzen sollte oder lieber die Dinger lassen sollte. Man kann es ja... Das ist ja auch ehrlich gesagt nur der Eingang. Die Burg geht ja noch weiter. Das ist ja nur der Eingang bis jetzt. Jetzt kann man ja nochmal kurz gucken. Es gibt ja hier auch noch so Wanddeko und sowas, ne? Ich mach mal kurz die Burg aus. Ja. Ah, hier passen ja jetzt nicht unbedingt so Schusswaffen rein oder so. Natürlich kann man auch Wasserspeicher und sowas reinmachen, Ladentunikas und sowas. Ich guck nur was gerade. Ich hätte hier gerne ein bisschen Licht, aber Licht ist mal das Praktische. Ich gucke mal nur nach Beleuchtung. So. Drachenlampe, die passen hier nicht so wirklich hin. Ne? So an seine Burg passt eigentlich nur eine Fackel, ne? Allerdings sind die Fackeln hier so, die passen hier gar nicht richtig ran, ehrlich gesagt. Die Fackeln sind ja immer so mickrig. Und von außen, ich weiß ja nicht. Aber abgesehen, welcher Mensch soll da jeden Tag hochrennen und die Fackel anzünden? Das ist halt... Gute Frage, wie man es hier am besten macht. Ich meine, hier unten kann man so ein paar Büsche hinmachen. Ich weiß nicht, ich hätte da gern Beleuchtung dran. Problem ist, ich weiß halt noch nicht so ganz wie. Der auf jeden Fall so nicht. Pilzlampe, naja. Das passt hier nicht so wirklich. Ich meine, wir haben ja auch noch so Fackeln, die man auf den Boden stellen kann. Die passen hier aber auch nicht so wirklich. Dann haben wir ja noch diese komischen Sturmlaternen. Ich finde, die passen aber eher im Mittelalter. Oder im Mittelalter haben wir ja einen Pirat oder Western oder so, finde ich, ne? Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ich mache hier mal eine ran und daneben noch mal eine, um zu gucken, wie es aussieht. Aber ich tendiere eher dazu, nee. Ist das ungefähr gleich? Ungefähr, ne? So, dann mache ich hier noch mal so einen kleinen Boden rein. Gebäude, Gebäude. Steht wahrscheinlich bei Dächer, bloß mal Flachdächer. Burg. Ich will jetzt auch nicht die ganze Folge wieder hier dran rumspielen. Ich würde sagen, die machen wir Stück für Stück, ne? Das müsste hier doch reinpassen, oder? Ja, müsste bloß ein bisschen höher.
Zack, 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 zack. Ungefähr auf diese Höhe hier. Das sieht man ja nachher nicht mehr. Der müsste dann so, so. Und der aber drehen, so. Und hier natürlich das Gleiche. So. So. Genau. Und darauf denn jetzt vielleicht eine Fackel oder? Eine Fackel nicht, eine Flacke oder so. Flacke, Flacke, Flacke. Ich guck mal bei Flacken. Irgendwas Großes. Das ist nicht groß. Das ist auch nicht groß. Gibt es keine großen? Müsste doch nicht gehen hier, oder? Ich meine, groß. Ah, der ist nicht groß genug. Hätte gerne höher, dass man ihn auch sieht. Es gibt keine großen, ne? Die vielleicht? Ah, die sind schon besser. Ganze hätte ich bloß gerne mittig. Aber ich glaube, das kann man auch mittig hinschieben. So. Da bis wir hin. Die Mitte müsste ja ungefähr hier sein, ne? So. Ja, gut, sehen tut man sie, aber ehrlich gesagt gefällt mir die Ausrichtung nicht. Mittig ist sie ungefähr, aber ich müsste sie einmal drehen. Sie ungefähr so flattert. Ah, ungefähr so. Dann müsste ich da einmal rüber. Was? Da habe ich dann schon. Hab doch den Boden. Hatte ich den vergessen zu bauen? Das setze ich gleich rein, das Stück. Okay. Den hätte ich doch schon gern zur anderen Seite. Aber auch nicht hundertprozentig gerade. Es muss ja nicht alles gerade sein. Soll ja ein bisschen wehen. So. Muss ich einmal kurz. Einmal gubieren. So. Einmal drehen. Zack. Quasi so als Burgeingang. Hier unten dann so ein bisschen Büsche und Steine, damit zumindest wir einen Burgeingang haben. So, den müsste ich einmal kurz auf Szenerie. Szenerie, Szenerie. Da jetzt aber ganz normale Büsche so hin. Ah, ein bisschen höher vielleicht. Ah, der ist ein bisschen. Waldbursche. Die passen da schon eher, glaube ich. So ein bisschen Busch darum. Könnte man auch, das fällt mir gerade ein, das ist eigentlich eine sehr gute Idee, so ein bisschen Grünzeugs. Will ich jetzt nicht komplett mit Büschen voll, nur so ein bisschen. So, da noch ein bisschen. Da vielleicht noch einen hin. Wir können vielleicht mal zwei nebeneinander. Und da kommt dann noch einer hin. Und da dann vielleicht noch so ein, zwei Steinchen zwischen. Das müsste doch eigentlich ganz gut aussehen. So, kann ja ruhig ein bisschen rein mit in den Turm. Weil der ist ja eh nur Deko. So. Ah, da müsste aber hier noch einer hin. Genau, dann könnte man da noch so einen hindern. Ich muss ja nicht immer die gleichen sein, ne? Der ist ein bisschen groß. So. Ups. Raus da. Raus aus dem Turm. Danke. So. Na. Der ist so ein bisschen da rausguckt. Und hier vielleicht nochmal so einen hin. So. Da vielleicht daneben nochmal den gleichen. Und dann könnte man natürlich am Turm Wand und so auch noch ein bisschen. Ja. Da mal wieder. Gucken. Ah, hier fehlt ein bisschen Grünzeug, aber hier könnte man auch. Der ist ja sehr mickrig. Nicht mal so einen großen. So einen großen nehmen. Und dann kommt da so ein kleiner. Auch nicht schlecht. Den müsste ich mal einmal so ein bisschen ranschieben. So. Und ein bisschen darüber. Jetzt muss er wieder ein bisschen raus. So. Hat doch eigentlich auch was. Und es gibt natürlich noch Silianen und so, die man damit ranklatschen kann. Aber ob das jetzt gut aussieht, das ist noch so eine andere Frage. Damit meine ich sowas wie Efeu. Obwohl hier unter wird ein Efeu definitiv gut passen. Ah, das kommt, weil der Efeu nicht. Ah, das geht leider nicht anders, weil der Efeu nicht rund ist. Könnte man aber ehrlich gesagt. Ja, hier könnte es mal ein bisschen über ein Fenster wachsen. Und darunter könnte man eigentlich auch nochmal so hinsetzen. Das ist hier so ein bisschen rumweg. Gut, das sieht ein bisschen blöd aus an den Seiten, weil das halt nicht rund ist.
hier nur da unter. Ein bisschen höher, mein Freund. Da so unter. So. Da kann der Mann nur da drüber. Ah, das hat aber ein bisschen was. Also sieht ein bisschen schon nach Burgturm aus. So ist das nicht. Hier machen wir einen da drüber. Hier, ja, da drüber auch, aber auch da unter. Ein bisschen höher. Nein, nicht drehen. Einmal den, bitte. So. Dann wollen wir gleich mal gucken, ob sie unsere Warteschlangen benutzen. Unsere Premium-Warteschlangen. Was haben wir hier denn noch? Efeu-3, das sieht mal ein bisschen anders aus. So, hier ist der nächste voll gewuchert. Dann haben wir doch noch Efeu-4. Wenn der hier so ein bisschen rüber wuchert, so. Ich meine, als Eingangsbereich sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Das wird ja quasi der Wasserbahnbereich, der in die Burg reinfährt, die ja später hier weitergeht. Ich bloß nicht genau weiß, wie ich das machen soll. Ich werde hier wahrscheinlich ein bisschen höher müssen. Mal gucken. Obwohl, das soll ja nicht nach hier weitergehen, das soll nach hier weitergehen. Muss mal gucken, damit ich den Wasserfall nicht kaputt mache, wie ich das genau mache. Aber da fällt mir garantiert noch was ein. Für den Anfang ist es doch schon mal was. So, werden denn hier überhaupt Premium-Warteschlangen benutzt? Bis jetzt sehe ich hier keinen. Aber wir haben ja auch nur zwei Attraktionen. Oh, da stehen aber definitiv schon welche drin. Also das haben sie schon welche im Premium-Pass gekauft, wie man sieht. Wunderbar, funktioniert also. Am besten nachgucken können wir das doch auch hier. Die haben sich gerade welche gekauft. Ah, aktuell macht er wohl ein Minus. Was denken denn die Leute? Übersicht. 27% Premium-Pässe sind was für Trottel und der Premium-Pass kommt mir richtig billig vor. Ja, gut. Den machen wir später teurer, wenn er sich lohnt. Aktuell lohnt er sich nicht. Ich würde sagen, Stück für Stück machen wir da oben weiter. Wir müssen ja nicht jedes Mal jetzt die ganze Folge da rumspielen. Wir müssen ja auch die Wasserbahn weitermachen, aber machen wir Stück für Stück. Auf 100% ist sie ja eh schon. Da kommen wir weiter. Und natürlich auch, wie geschrieben, noch ein Gruselbereich. Und hier will ich überlegen, wie ich das am besten mache. Weil hier haben wir noch den Weg. Den möchte ich hier gerne so ein bisschen, da muss ich mal gucken, wie ich es mache. Gerne so ein bisschen den Weg hier hoch haben. Gucken, wie ich es hinkriege. Das soll hier noch ein bisschen weitergehen. Der Weg soll hier quasi an der Burg vorbei, wo ich noch Geschäfte reinhaben will. Und da muss ich mal gucken, dass ich den Weg irgendwie... Oder ich lasse das hier oben als Deko für den Weg hier vorbei, weil hier hinter möchte ich gerne den Gruselbereich haben. Ich glaube, dafür ist das hier ein bisschen zu blöd gebaut. Aber zumindest haben wir hier schon mal einen Anfang stehen. Okay, aber wir sind auch schon wieder bei 33 Minuten. Ich vergesse bei diesem Spiel immer die Zeit. Ich glaube, das geht euch auch so. Man suchtet sich hier fest. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich muss Schluss machen, sonst kriege ich die Folge nicht mehr rechtzeitig hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.